So, meine Freunde, willkommen zurück zu American Truck Simulator mit mir, dem Riva. Ja, ist immer schwer, die Begrüßung. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt einen LKW gekauft und ja, habe eben dementsprechend schon ein bisschen weitergespielt, bin jetzt Level 5. Wir können jetzt also ein bisschen weitere Strecken fahren, ein bisschen hochwertigere Sachen fahren, ein bisschen zerbrechliche Sachen fahren. Ja. Aber wie gesagt, oder ich habe mir gedacht, ich zeige euch erstmal den Truck so ein bisschen. Ich musste natürlich dann auch einen Kredit aufnehmen, weil ja, das ging eben nicht anders. Aber mir fällt gerade eben auf, ich habe doch so komische Schlappen bekommen, die ich da hinten drauf hauen kann. Jetzt ist das hier nicht mehr drin. Da. Die habe ich noch nicht drauf. Die müsste ich vielleicht noch kurz drauf schmeißen. Oder hätte ich gerade drauf. Dementsprechend müssen wir jetzt kurz nochmal rüber zu der Werkstatt. Bevor wir dann das eigentliche Fahren beginnen. Oh. So, gucken wir mal wegen dem Zeugs da hinten. Das muss doch hier dabei sein. Genau. Ja, die müssen noch drauf. Das sieht man uns besser. So. Ja, ich habe auch so ein bisschen was auf Deutsch umgestellt, zum Beispiel die kmh-Anzeige, also Geschwindigkeitsanzeige habe ich jetzt auf kmh umgestellt, den Verdienst habe ich auf Euro umgestellt, Uhrzeit habe ich auf 24 Stunden eingestellt und. Jetzt sind wir gerade in Elko, jetzt mal gucken, was wir hier haben. Vielleicht ein bisschen was weiteres. Das sieht doch cool aus. Kabel, 20 Tonnen. Ja, das nehmen wir. Fahren wir. Mach mal. Habe ich das jetzt nicht eingespeichert? Was habe ich jetzt gemacht? Doch, GPS. Und zeigt mir mein GPS das jetzt nicht an. Hä? Ich glaube, mein GPS ist kaputt. Okay, nochmal. Hä? Immer noch nicht. Okay, wie heißt die Firma? Ja, dann gucken wir eben so danach. Rail Export. Weltkarte. Ist Rail Export. Da ist Rail Export. Hä? Was ist denn mit meinem Navi los? Da tut ja gar nichts mehr. Na, jetzt doch. Ah, vielleicht weil wir auf dem Parkplatz standen. Oh nein. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das erste Mal, dass ich in dem Spiel Regen sehe. Achso, ja, die wollte ich ja, das Ding hier wollte ich ja ausmachen, weil wir haben ja jetzt rechts den kleinen Spiegel, da können wir ja auch dann nach hinten schauen. Und natürlich haben wir wieder das Glück, dass ja hier jede Ampel auf Rot umschaltet, wenn wir hinfahren. Auch nicht schlecht.
klar. Aber Hauptsache das Wohnmobil ist noch reingefahren in die Kreuzung. Ach ja, und ich habe noch das hier umgestellt, dass ich jetzt nicht so lahmarschig in der Gegend rumguck, muss ich jetzt hier rein, ja. Sondern dass das eben gleich nach links oder nach rechts zeigt, weil das wollte ich ja unbedingt so haben. So, dann nehmen wir das an. Und wie viele Meilen haben wir jetzt? Kilometer, 732 Kilometer. Ja, ist doch schon eine etwas weitere Strecke. Aber naja, dafür kriegt man halt Kohle. Weil ich habe jetzt einen Kredit von $400.000 abzuzahlen. Das müssen wir auch erstmal lästern, ja. Gucken, wie und was. Bei 73.000 habe ich jetzt noch Euro. Ich wollte mir eigentlich noch einen zweiten Fahrer einstellen, aber da hat leider das Geld nicht mehr für einen LKW gereicht. Weil ich noch gedacht habe, ja gut, dann habe ich meine Einnahmen und der kriegt oder der hat bringt ja noch Geld rein. Gut, der braucht zwar auch Geld, aber überall. Aber der kleine LKW hier, der muss ich hier warten? Nee, oder? Nee. Der kleine LKW, der kostet ja schon 122.000. Eigentlich könnten wir den ein bisschen schneller einstellen. Ja, und die 122.000 hatte ich nicht. Ich hatte nur 114.000 oder so. Und dann wurde der Kredit abgebucht und ja, dementsprechend hatte ich dann nicht mehr das Geld für einen zweiten LKW. Bleib grün und bleib grün. Egal. Ja, und das Problem ist immer das Strafe bezahlen, weil ich nie wirklich drauf achte, wie schnell ich fahre. Dementsprechend ist es halt auch oft, dass ich hier irgendwelche Strafe bezahlen muss. Was ist denn das für ein Krieselschatten da vor mir? Das sieht ja grausig aus. Ah ja, und ich spiele immer noch mit dem Xbox-Controller. Schaffe ich es vor dem LKW rein? Weil da ist mir auch vor kurzem was passiert. Ich bin auf die auf den Highway drauf gefahren, bin runter und hatte da hier schon
ja, auch so um die 70 halt drauf. Also, ja. Und bin einfach mal geradeaus durch in der Hoffnung, dass halt nichts kommt. Und in dem Moment kam genau was. Und dementsprechend musste ich ausweichen und dummerweise war dann eine Baustelle. Und ja, der Auftrag hat mir dann nachher nicht mehr so viel gebracht. Weil mein LKW hatte 26% Schaden, die Ladung hatte auch so um die 10% Schaden. Aber immerhin, ich bin nicht in den anderen LKW reingefahren. Ja, ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich es mache, weil durch die weiteren Strecken ja, wird die Folge halt auch länger. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr dann eher eine 30-40 Minuten Folge oder wollt ihr das dann gesplittet in zwei Folgen? Jetzt. Boah. Ja, danke. Super. Ja, jetzt bin ich wieder zu lahm, auch schick. Nur weil der jetzt überholen musste. Ja, kann ich auch wieder. Kann ich nicht rüber. Jetzt kann ich rüber. Stehen da unten wirklich 37 Grad Außentemperatur? Da darf man schon 129 fahren und dann fahren die aber nur 100 oder 80 oder weiß ich wie viel. Ja, der nächste LKW wird wahrscheinlich ewig dauern, bis ich mir den leisten kann, dadurch wegen dem Kredit eben. Weil dann würde ich mir auf jeden Fall, oder da würde ich jetzt auf jeden Fall warten, bis ich mir einen richtig guten holen kann. Und so lange halt den, ja, vielleicht mal einen anderen Motor dann rein. Mit Level 6 können wir dann einen anderen Motor reinballern. Dann, ja, wird der wahrscheinlich auch noch ein bisschen cooler. Weil so habe ich zeitweise das Gefühl, das Ding geht gar nicht. Also in San Francisco geht es halt immer hoch und runter. Und dem Ding dann da durchfahren, das ist echt der Hammer. Oh, was ist denn jetzt so viel Verkehr hier? Der Hammer. Ja gut, die zwei LKWs da vorne, die meinen auch sich, der eine meint auch den anderen überholen zu müssen. So ein Überholvorgang, der dauert zeitweise halt eine halbe Stunde, ja.
So, und jetzt wurde mir gerade Kreditdingens abgezogen. Ich hoffe, es ist okay wegen dem Lenken, weil früher wurde ich mal darauf hingewiesen, dass dieses ruckelige Lenken gar nicht gehen würde. Aber da habe ich halt mit der Tastatur gespielt. Deshalb habe ich gedacht, ich fahre jetzt hier eben nur mit dem Xbox-Controller. Oder ich gruschel mal im Keller nach meinem Lenkrad. Das könnte ich auch mal machen. Mit Uhu wieder zusammenkleben. Weil ich habe extra mal so nach Lenkrädern geguckt, aber ich sag mal so, die guten kosten 300 Euro. Und so viel Geld für ein Lenkrad auszugeben wegen einem Spiel ist ein bisschen, ja. Yeah. Vielleicht nicht ganz so meins. Weil, ja, wenn, dann hätte ich jetzt halt gesagt, so ein Logitech oder so, aber wie gesagt, die kosten halt die 300 Euro. Die Ampel jetzt umschaltet, habe ich. Ja, okay, gut. Dann hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt. Oh. Schläft er da ein? Erst einschlafen und dann Vollgas, ey. Eigentlich hätte ich den Spiegel links weglassen können. Nur den Spiegel rechts. Ah ja, an der Seite haben wir jetzt auch noch so einen Spiegel, der direkt nach unten guckt, also der über der Tür. Mir fehlt zwar immer noch der Frontspiegel, der zeigt, wie viel Platz noch vorne ist, aber ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Reicht. Also wenn ihr American Truck Simulator spielt, wie spielt ihr das mit Maus und Tastatur, mit Xbox Controller oder habt ihr auch ein Lenkrad? Und wenn ja, welches Lenkrad habt ihr denn? Oder könnt ihr mir eins empfehlen? Weil ich hatte eins von Trustmaster und da war das Problem das, dass ich fand, dass die Lenkung ziemlich ruckelig war. Also
nicht, wenn ich eingeschlagen habe, dann ja, war das wie so stufenweise lenken. Und nicht so ein geschmeidiges, ich lenke jetzt mal ein. Also es ging halt eher ruckelig. Oder ich hätte es vielleicht mal aufmachen müssen und das Männerzeugs Nummer 1 reinhauen müssen, WD-40 oder so. Vielleicht wäre es dann besser gelaufen. Ah ja, und ich habe immer noch das Problem, ich kann die Grafikeinstellungen immer noch nicht umstellen, weil wenn ich die Grafikeinstellungen umstelle, stürzt das Spiel ab. Das ist halt ein bisschen blöd. Darf man hier nur noch 89 fahren? Scheiße. Was ich Kohle rausschmeiß fürs geblitzt werden, ist abnormal. Ah, Tempomat rein. Ich muss vorne noch dieses Schildchen reinmachen mit meinem Namen drauf, das fehlt mir. Naja, bevor ich jetzt auf jeden Fall die weiteren Reisen skill, werde ich wahrscheinlich eher in das Zerbrechliche oder sowas gehen, weil, ja, ich weiß nicht. Wir brauchen Kohle. Oh, Scheiße. War schon ein bisschen schnell. Warum bremst denn der Tempomat nicht, ey? Achtung, bin da. Ich guck mal, dass ich die nächste Tour dann durch San Francisco mache, damit ihr mal seht, was ich meine wegen diesem Hügeligen. Was ist das? Ist da eine Ampel? Du Scheiße, das ist ja gar keine Ampel. Und da soll ich jetzt drüber fahren. Passen wir uns mal langsam nach vorne. Vielleicht sind sie ja so freundlich und halten an.
Ah, der war schon kurz davor, der eine hält schon. Ja, ihr Egoisten, fahrt halt, wisst ihr, der andere hält und ihr. Achso, ich kann immer das Licht ausmachen. Nee, ich kann das Licht nicht ausmachen, wir haben jetzt schon wieder zu spät. Falls ihr Gerumpel hört, das sind die Kinder über mir, also Nachbarskinder. Ach ja, was ich auch nicht mehr so mache, werdet ihr aber dann gleich auch noch sehen. Und zwar das Einparken. Da gibt es ja jetzt mehr ja, Schwierigkeitsgrade, sage ich jetzt mal. Einmal diesen Schwierigkeitsgrad, ich nehme das, was der Typ sagt. Und kassiere dafür halt Bonus-EP. Was aber relativ schwer ist. Also da hatte ich vor kurzem was mit rückwärts einparken. Das war in der Halle und ziemlich eng und ja. Ich habe ewig dafür gebraucht. Oder es gibt halt das Einparken, das Alternative. Und das ist dann ja easy. Müsst ihr einfach nur geradeaus reinfahren. Oder es gibt halt das, ich habe keine Zeit. Und du gibst einfach ab. So, der parkt für dich dann ein. Und ich nehme meistens das, wo man einfach geradeaus reinfahren muss. Jetzt sind wir aber wirklich in den Arsch der Welt gefahren, ey, das ist ja abnormal hier. Oh, direkt an der Baustelle. Nee. Scheiße, jetzt habe ich vor lauter nach diesem Ding gucken, nicht auf die Ampel. Klasse. Ist ja echt geil. Wie viel Platz haben wir denn da? Oh. Gott im Himmel. Nein. Oh shit. Komm. Nein. Ich habe mich festgefahren. Scheiße. Klasse. Scheiße, Mann. Was muss denn das Ding auch hier 18 Tonnen wiegen? Ja, komm jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Der Ampel überfahren oder so. No fuck. Hauptsache jetzt. Hab gedacht, wir schaffen das nicht. Oh, scheiße, falsch rum eingeschlagen. Ein jenseitsmäßiger. Ja. Ja. 480 EP, 6. Dann wieder einschalten.